Gut. Nächste Runde. Torpedo 515, sagst du. Jo. Und dann? The stage is yours. Na denn. Einmal zerlegen und, was machst du eigentlich jetzt? Zerlegst du die und erklärst mal die Teile. Ich zerleg die und erklär mal die Teile. Ja, genau. Musst du wahrscheinlich so ein bisschen ranhalten, weil ich glaube, das ist sehr weit weg. Aber dann immer, wenn man es in der Hand hat, kann man es ja. Also erstmal oben lösen. Die Lagerschale habe ich schon vorher gelöst. Das muss man fairerweise sagen, weil die sitzen ja immer sehr fest. Wie wir jetzt gemerkt haben. So, und dann fängt man wie immer mit dem Rücktritt an. Das ist auch nicht gut. Was merkt man das hier heute denn? Wie immer. So, hier wie immer den Festkonus. Oh, nicht so lieblos. Den Lagerring. Dann können wir das hier alles schon abziehen. Weil wir vorher natürlich die Lagerschale gelöst haben. Bremsmantel. Bremskonus. Können wir den ganzen Kladderadatsch wieder umdrehen. Schrauben wir hier den Festkonus ab. Federn, Antreiber. Da sitzt der. Hier ist die L-Scheibe noch im Festkonus integriert, deswegen gibt es hier keine. Zweite Lager kommt die Lagerschale. Ja. Dann haben wir hier ein Teil vom Wohlrad. Brauche ich erstmal wieder die Sehhilfe. Bist du oder mein Anwalt? Hast du den? Nee. Geht so. Das sollte eigentlich so funktionieren. Sag ich doch. So. Das hier können wir natürlich auch noch alles auseinandernehmen. Das ist die andere Hälfte vom Hohlrad. Das ist der Sperrklinkenträger mit Kupplungsrad. Und wir sehen, dass wir die Scheibe da irgendwie rauskriegen. Zack. So eine U-Scheibe, die hält dann eine Kupplungsrad am Sperrklinkenträger fest. Den Federring ab. Scheibe. Und dann ist das Ding zerlegt. Wie ihr seht, habe ich die schon mal auseinander gehabt und geölt. Weil ich lager die ja immer ein. So, und jetzt bauen wir das ganze Spielchen wieder zusammen. Jetzt machen wir mal für Anfänger und zusammenbauen machen wir mal aus einer anderen Perspektive. Vielleicht. Den nehme ich nicht auseinander, weil das ist ja schon kompliziert, die ganzen Bolzen da wieder hinzukriegen, die Planetenräder halten. Deswegen lasse ich das einfach so. Bandet mal ein hier, dann haben wir nämlich die hier. Die Perspektive, die ist ganz gut. Warte mal, ja, Fetttopf-Perspektive. Fetttopf. Klatsch. So. Fetttopf. Muss ich jetzt sowieso machen. Fetttopf. Genau, so sieht es so schön aus. Perfekt. Ja. Achso, hier. Teil. Sieht keiner. Sie sehen tatsächlich nur die Achse da. So, hier wie ihr seht, drei verschiedene Nuten, passt also nur in einer Position.
Und beim Einbauen bitte immer die flache Seite nach oben. Sonst kriegt man den nämlich extrem schwer raus und das funktioniert auch nicht alles so, wie es soll. Antreiber kommt jetzt da drauf. Wollen wir erstmal gucken, ich habe die schon längere Zeit nicht mehr auseinander gehabt. Und zur Not habe ich dafür auch noch eine Zeichnung. Ganz wichtig, wenn man sowas macht. Sollte man sich vorher aus dem Internet besorgen. Auf die Lagerschale. Ja. Die Lagerschale müsst ihr vorher wieder aufbauen, sonst könnt ihr das alles nicht einsetzen. Antreiber. Das gute Spezialwerkzeug von Fichtel und Sachs. Den könnt ihr ruhig richtig festschrauben. Weil fest Kronos. Ne? Genau. Deswegen heißt das Ding fest Kronos. So, dann schraubt man die Lagerschale wieder ein. Uhrzeigersinn. Ja, erstmal den Anfang finden. Und den Uhrzeigersinn. Schön. So, wackelt jetzt natürlich noch alles, weil fehlen ja noch ein paar Teile. So. Ah, und was haben wir vergessen? Den Lagerring. Nicht ohne Lager. Ab da nochmal Ablage. Sagst du nochmal an und dann kann ich das so schneiden, weißt du? Ah, nobody is perfect. Jeder macht Fehler. Fehler passieren. Aus Fehlern lernt man. Also grundsätzlich, wenn hinterher Teile übrig bleiben, sollte man hinterfragen und nicht einfach, ach, Baschu. Ja. Ja, und die geschlossene Seite des Lagers nach oben. Also, sagst du. Ja, ganz wichtig. Wenn du Lager falsch rumsetzt, dann funktioniert das ja alles nicht. Dann knatscht das. Sehr gut. Fest. Bonus. Andere Seite. Genau, jetzt drehen wir das ganze Spielchen hier wieder um. Und immer schön achten, dass er die flachen Seiten einspannt. Ja, muss man ja.
Wie rum kommt die? Beschriftung? Ja. Ist einfach. Die Lagerschale wurde ja geschraubt, also nimmt man natürlich die Seite mit dem Gewinde. Aha, ist einfach, sagst du. Also Beschriftung nach unten. In dem Fall. Ja, in dem Fall ist es wirklich einfacher manchmal. Ja, dann fangen wir wieder an mit dem Risskonus. Setzen wir ein, drehen den runter. Und zwar ja. Als kegelförmig. Ach ja. Habe ich doch glatt was vergessen. Das will er nicht mehr raus. Einmal drin ist drin. Na, eigentlich kommt er auch wieder raus, aber ab und zu will er halt mal nicht. Nee, Klinken sperren wahrscheinlich ein bisschen, ne? Nö. Hier ist eine Feder drin. Diese Feder sorgt dafür, dass der Bremsmantel sich halt nicht verschiebt. Also muss dein Bremsmantel logischerweise immer mit dieser kleinen Nut in die Feder einsetzen. Sonst passt das Ganze nicht. Sagt man ja auch, weil nur dann rutscht es so weit drin, dass man den Rest auch aufsetzen kann. Genau. Ne? Natürlich. So, dann setze ich meinen Lagerring wieder ein. Da auch wieder geschlossene Seite nach oben. Ja. Also nach außen. Auf dem Bremsmantel habt ihr ja gesehen, habt ihr auch 2 Nuten. Die Gegenstücken habt ihr hier. Auf dem Hebelkonus. Setzt ihr das ein. Mit der Mutter hier stellt er das Spiel ein. Wenn er die zu fest schraubt, habt ihr einen festen Rücktritt, wenn ihr ganz viel Pech habt. Könnt ihr das mit der Kontermutter locker wieder festschrauben. Wow, vorausgesetzt, ihr schmeißt sie nicht auf den Boden. Wo ist sie hingerollt? Das habe ich nicht vorgenommen. Ah, ich muss ja hier irgendwo liegen. Na, weit weg kann sie nicht sein. Genau. Ach Mensch, immer diese Kontermuttern. Ja, echt mal jetzt, wa? Oh Mann, ey. Warte mal. Was hier alles liegt. Zeit mal sauber zu machen wieder. Achtung. Achtung. Ah, hier liegt sie. Ja. Mann. Das ist so unglaublich. Ja, was ist das? In so einer Werkstatt. Ja, klein beengt. Maximal auf minimalem Raum. Genau. Natürlich kein Feng Shui. Überhaupt nicht. Und okay, wie heißt das andere Scheiß? Hallo. Ah, das war zum Beispiel ein Ticken zu fest. Hier bitte. Okay, Australia ist wunderbar. Ja, wieder da.
Ja, bitte. Yes, please. Perfekt. Ja. Und das war's. So schnell kann man eine Narbe zerlegen. Wenn man sie sauber machen muss, dauert es natürlich ein bisschen länger, die aber vorbereitet. Und das ist halt so ein 70 Jahre altes Stück deutsche Ingenieurskunst. Tja, nun muss man sagen, Narbe und Narbe sind nicht alle gleich. Und wenn man sie vorher schon mal geöffnet hat, ist es natürlich immer ein bisschen leichter zu zeigen, zu zerlegen. Interessant wird es bei Narben, die festgefressen sind oder so. Das ist jede Narbe für sich nochmal eine Herausforderung durchaus.